sind wir zum ersten Heimspiel der Playoff-Serie Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin. Alle, die nicht gepennt, sondern aufgepasst haben, die wissen, die Adler führen mit 1-0. Das war ein furioses Spiel jetzt. Ich fand es auch schön, wie du es vorhin im Stadion so kurz mal angekündigt hast. Die Adler haben 7-1 gewonnen. Das drückt die Überraschung aus, ja. Aber toll, schön, schönes Spiel, ja. Ja, war ein richtig schönes Spiel. Die Jungs sind gerade mit Pfiffen empfangen worden. Und zwar nicht die hier, sondern, Moment, die da. Da sind sie, die Berliner. Da sind sie, die Berliner, ja, bevor ich meine Hände in deinem Gesicht habe. Ja, genau. Also die sind standesgemäß mit Pfiffen empfangen worden. Unsere Jungs sind bejubelt worden, da sind sie. Ich kann schon mal sagen, bei uns gibt es keine Veränderungen. Alles genau gleich wie in Berlin. Warum sollte man denn ein Team verändern, das hier 7-1 im ersten Spiel des Playoff-Viertelfinals gewonnen hat? Warum sollte man da was ändern? Absolut. Und jetzt ist die Frage an dich, Antti, natürlich. Wollen wir zuerst darüber sprechen, wie wahrscheinlich ist, dass es der Auftritt heute nochmal genauso hergeben wird? Oder wollen wir zuerst uns mal die Bilder angucken vom letzten Spieltag? Ja, ich würde jetzt mal eher weniger spekulieren wollen, sondern dann schauen wir uns mal die Fakten an. Und das waren die 7 Tore. Viertelfinale 1, Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim. Eine mit Spannung erwartete Serie. Zum 9. Mal in den Playoffs stehen die beiden DL-Top-Titelträger gegeneinander. Und die letzten 5 Serien konnte Berlin gewinnen. Wie geht diese Serie los? Mannheim in Weiß mit dem optimalen Start. 3 Minuten 44 gespielt. Tom Kühnhakel fälscht den Schuss von Leumel entscheidend ab. Mannheim ja in der ersten Playoff-Runde aktiv gegen Nürnberg und hat sich da dementsprechend richtig gut in einen Rhythmus gespielt. Hier das schnelle Tor, Berlin rostig nach 9 Tagen Pause. Und auch hier verlieren sie die Scheibe. Kühnhakel auf Leumel, diesmal andersrum. Das 2-0 für die Adler. 6 Minuten 32 sind zu diesem Zeitpunkt gerade erst vergangen. Mannheim komplett mit der Kontrolle. Berlin einfach etwas rostig nach der Pause und Hildebrand zum 2. Mal überwunden. Mannheim hatte noch weitere gute Gelegenheiten im ersten Drittel, ließ diese liegen. Berlin überhaupt nicht im Spiel und der mitgereiste Mannheimer Anhang feiert nach 20 Minuten eine 2-0-Führung. Was kommt von Berlin nun? Immerhin mal ein Lattenschuss, aber dann Mannheim mit 6 gegen 5. Und das spielen sie gut. Gaudet mit dem Schuss Richtung Tor, den erwischt er gar nicht voll, braucht er aber auch gar nicht. Denn Bennett ist da und hält seinen Schläger in diesen Versuch. Viel Betrieb vor Hildebrand und dann hier geistesgegenwärtig Bennett, extra Angreifer auf dem Eis. Das 3-0 für die Adler in eine Phase, als Berlin sich bemühte, den Anschluss zu erzielen. Und eigentlich direkt vom nächsten Bulli weg. Mannheim wieder mit einem Angriff. Kühnhakel wartet, sieht da den mitgelaufenen Thompson und dann steht es 4-0. 26 Sekunden später, nach dem 3-0 durch Bennett, ist es Thompson, der nachverpflichtete Verteidiger. Hier Swartz mit viel Platz durch die neutrale Zone. Kühnhakel mit dem Pass und aus dem Spot der gute Abschluss von Thompson. 2 bittere Nackenschläge für die Eisbären. 4-0 nach 40 Minuten. Das Team von Serge Aubin von der Rolle und nicht richtig drin in der Partie. Mannheim gewinnt die Zweikämpfe und Mannheim weiterhin spielbestimmend und torgefährlicher. Wieder viel zu viel Platz. Leumel und dann hat er auch noch Glück. Das 5-0 bekommt den Pass hier zurück von Swartz und dann hat er viel Platz und das Glück, denn Ellis fälscht mit seiner Kufe den Puck ins Tor. 5-0 für Mannheim. Was für ein Auftakt. Stettmar übrigens zu Beginn des Schlussabschnitts reingekommen für Hildebrand. Berlin immerhin bemüht und dann tatsächlich mit dem Ehrentreffer in dieser Partie. Ty Ronning, er war zurückgekommen, sein erstes Spiel seit dem 14. Januar. Bei Berlin fehlten Byron und Cormier in dieser Partie. Ronning mit der Ergebniskosmetik 1-5. Gut gemacht, keine Chance für Tiefensee, der aber insgesamt 28 Schüsse parieren konnte. Dann Überzahl Mannheim und das haben sie schon gegen Nürnberg extrem gut gemacht. In den letzten 11 Spielen
Mannheim mit 11 Toren bei 30 Versuchen. Hier sehen wir Tor Nummer 11 und das ist überragend herausgespielt von Fay auf McInnes. Das 6:1, etwas mehr als 50 Minuten gespielt. Natürlich ist die Partie damit komplett entschieden. Aber einen gibt es noch und das ist ein besonderer, denn das Tor von Dennis Reul, sein allererster Saisontreffer in seinem 70. Duell mit den Eisbären. Der Routinier macht den Deckel drauf. 7:1, ein Auftakt, wie man ihn besser gar nicht haben kann für die Adlermann. Ja, da waren sie also, die 7 Tore gegen die Eisbären. Das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Aber es heißt ja immer, Jens, es war halt nur ein Sieg. Aber ich finde trotzdem, die Adler haben eine Wahnsinnsvisitenkarte abgegeben in der Hauptstadt. Also beeindruckt wäre ich, wenn ich Berliner wäre, wa? Ja. Wir haben ja vorher auch über diesen schönen Überraschungseffekt gesprochen. Und ich glaube, das war tatsächlich das, was man dann Überraschungseffekt auch nennen kann. Ja, ja. Also da hat niemand damit gerechnet, glaube ich, also mit dem 7:1. Also ich war ja vorhin so ein bisschen im 201 hier unten unterwegs, als wir das Fan-Interview machen, was ja später hier im Stream auch noch gezeigt wird, und haben alle zwei Sachen gesagt. Erstens, ich habe nicht gedacht, dass das so ausgeht, vollkommen klar. Und zweitens, ich glaube, die sind halt ganz schön auch Fresse. Das heißt, viele da drüben glauben eigentlich, dass heute kein so einfaches Spiel wird, wie am Sonntag in Anführungszeichen, was ist schon einfach in den Playoffs, was ist schon einfach gegen Berlin. Aber die glauben alle, dass zumindest die Berliner schon nochmal sich da jetzt mehr reinlegen werden, als es vielleicht normalerweise unter anderen Bedingungen getan hätte. Okay, nach dem ersten Drittel, glaubst du, die Berliner waren nicht angefressen? Nach dem ersten Drittel, als die Adler geführt haben? Ich glaube, vielleicht ist da noch so ein Stück Optimismus da. Weißt du, was okay, ich meine? Die Adler haben nach 2 Dritteln 4:0 gewonnen. Da war dann weniger Optimismus. Da waren sie angefressen, glaube schon. Was konnten sie reagieren? Nicht so, dass es irgendwie eine Auswirkung aufs Spiel gehabt hat. Also, das ist ja nicht unbedingt, also wenn du angefressen bist, heißt es nicht, dass du plötzlich gut gegen eine Mannschaft spielen kannst. Das reicht nicht. Sondern was die Berliner unbedingt machen müssen, sie müssen es schaffen, über einen guten Vorcheck den Spielaufbau der Adler zu zerstören. Deren Vorcheck war nicht gut. Und das wissen die Berliner selbst. Also daran werden, ob sie angefressen sind oder nicht, ist für mich kein Faktor, sondern was haben sie daraus gelernt? Und das ist für mich so der Faktor, wo ich sage, die haben guten Coaching-Staff, die haben Spieler, die Erfahrung haben. Das heißt also, es gibt genug Jungs, die wissen, dass sie ihr Spiel verbessern müssen. Über Emotionen wirst du es nicht alleine schaffen. Weil du hast spielerisch wirklich nicht gut gespielt gegen die Adler. Das heißt, die Emotionen müssen drin sein. Die sind der Grundstock des Ganzen. Und das Spielerische muss in Ordnung sein. Und ob die das so hinbekommen, ob die es schaffen, über einen guten Vorcheck das Spiel der Adler zu zerstören, das ist die große Frage. Das ist für mich der Punkt. Und wie stark kommt Hildebrand zurück, der Torhüter, der 4 Tore eingefangen hat. Also das sind so einige Faktoren, wo ich sage, Mensch, das gucke ich mir an. Ich kaufe mir nachher eine Tüte Popcorn, setze mich hin, mache Radio und esse dabei Popcorn und gucke mir an, wie die Adler das machen. Aber da habe ich noch eine Frage, was so den Hintergrund angeht. Ich meine, während so einem Spiel kann ich mir schon vorstellen, dass in der Drittelpause du natürlich schon Möglichkeiten hast, das Spiel so ein bisschen nachzujustieren, wenn du gemerkt hast, oh, das läuft gar nicht so, wie ich es vorhatte. Aber ist es nicht nochmal auch irgendwo ein Unterschied, wenn man sich dann ein paar Tage lang auf was vorbereitet und ist dann so richtig angepresst, meine ich, und merkt so, oh, jetzt irgendwie, das, weißt du, dass man da noch mal ein paar Prozent mehr gibt als sonst? Du musst mit oder kühlen Kopf, also ins Spielerische musst du mit kühlen Kopf reingehen. In die Zweikämpfe mit Emotionen und so weiter. Also du musst das Spiel schon emotional spielen, aber du musst auch kühlen Kopf bewahren in den entscheidenden Situationen. Warum darfst du diese überragende Überzahl der Adler nicht ins Spiel kommen lassen? Jetzt gebe ich schon den Berlinern Tipps, wie sie spielen sollen. Also okay, soweit. Jetzt gehen wir direkt in die Statistik und schauen uns mal an, wie die Berliner überhaupt spielen wollen. Also die erste Reihe bleibt so zusammen mit Marcel Nöbels, mit der 92, die 89 Zach Boychak und die 93 Leo Föderl dahinter in der Verteidigung. Die 18 Jonas Müller, die 6 Kai Wismar. Dann hier hat es eine Änderung gegeben. Die 95 Freddy Tiffels, dann für Eder jetzt in dieser Reihe die 23 Blaine Byron, der nicht spielen konnte im letzten Spiel. Und dann die 9 Ty Roning dahinter in der Verteidigung, die 44 Julian Melchiori und die 62 Thomas Schemic. Dann die dritte Reihe, die 38 Yannick Veilleux, jetzt hier Tobi Eder in dieser Reihe drin mit der 22 und die 39 Jaden Dejeuneau, dahinter in der Verteidigung die 40 Corbinian Geibel und die 4 Morgan Ellis. Die vierte Reihe, die 77 Erik Hörtler, dann die 21 Manuel Wiederer und die 10 Leon Bergmann.
Maximilian Heim dafür raus, genauso wie Erik Mick und Michael Batulli ist noch mit dabei. Allerdings nicht als Verteidiger, wie es hier steht, sondern er ist der 13. Stürmer. Im Tor Jake Hildebrand mit der Nummer 30 und als Backup die 1, Jonas Stettmann. Die Berliner mit einem Spiel bisher, logischerweise, sind ja jetzt erst ins Viertelfinale eingestiegen, hatten ja die direkte Qualifikation geschafft. Eine Niederlage, ein Tor, 7 Gegentore, die Unterzahl ist nichts sagen, genauso wie die Überzahl. Also die Special Teams sagen nach einem Spiel natürlich nichts. Unterzahl 50%, Überzahl kein Tor erzielt, also 0%. Bei unseren Adlern sieht das ganz anders aus. Siebter nach der Vorrunde, der Hauptrunde. Dann 3 Spiele gespielt, 3 Siege, nämlich die Serie gegen Nürnberg ist natürlich schon mit dabei. Keine Niederlage, 15 Tore, 5 Gegentore. Die Unterzahl mit 83,33 ist gut. Die Überzahl ist überragend. Und wie gesagt, die ganz aufmerksam die Adler verfolgt haben, wissen, dass die Adler seit Februar wirklich sehr, sehr starkes Überzahl haben und da weit über 30% ständig waren. Also wirklich, da haben sie jetzt wieder die Spieler zurück, die eben Überzahl spielen können und das ihr Spezialgebiet ist. Die Topscorer, Jordan Schwartz, 1 Tor, 4 Vorlagen, 5 Punkte. 1 Tor, 4 Vorlagen, 5 Punkte hat auch Tom Kühnhackl. Und dann kein Tor, aber 5 Vorlagen hat Lyndon Way. Bei unseren Gästen ist es mit einem Tor Ty Roning, eine Vorlage Freddy Tefels und eine Vorlage Tobi Jeder, jeweils ein Punkt hier in der Topscorerliste. Gestern gab es ja das zweite Spiel in den Serien Schwenningen gegen Straubing. Da gewinnt Schwenningen 5:1 und gleicht die Serie aus. München legt nach, gewinnt zu Hause auch. Erst in Wolfsburg gewonnen, jetzt auch zu Hause mit 7:3. Führt also in der Serie 2:0. Ingolstadt und Bremerhaven beginnt dann erst später, also heute, und genauso wie Mannheim gegen Berlin hier in der SAP Arena. Jens, und jetzt... wollen wir mal hören, was der Trainer zu sagen hat, oder? Wie kommt er dir vor momentan? Absolut wie immer. Entspannt, abgeklärt, sehr, sehr souverän. Gutes Zeichen, seine Worte hat Antti wie immer vor dem Spiel auf dem Eis eingefangen im Coaches Corner. Coach, everybody keeps on saying it's just a win, just one game, but I would say it was a very good game and it was something that you can build on. Is that right? Is my statement right? I agree with both. Mm-hmm. It's, winning's better than losing. But secondly, like, we've already forgotten about the game. These series aren't a 7-game series to me. It's one game. 7 times. So we've taken what we needed to from the last game. We've put it behind us, and now we just focus on tonight. But I got to say, there were some players that really played well. I mean, the fourth line gave you energy. They gave you 10 minutes of game time. I think Keaton Thompson has fitted very well in that team. So what do you think about those things when you look at them? Well, I think our team mindset is probably the biggest improvement we've had. Everybody talks about our structure and our compete level, all of those things. But I think the biggest thing that our group has done is started to think differently about how they play and how it's not really a 60-minute game. Like Keaton Thompson might play 16 minutes tonight. He has to be great for 16 minutes. Our fourth line might play 10 minutes. They have to be great for 10 minutes. And we've been breaking it down basically shift by shift, and it's seeming to pay off. Ich habe ihn gefragt, Mensch, da sagen viele, es war doch nur ein Spiel in Berlin, das ist es schon. Ist es wirklich so? Siehst du es wirklich so? Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Er sagt, ja, das stimmt. Ich kann beide verstehen. Die einen sagen, naja, war ja nur ein Sieg. Andere sagen, das war ein gutes Spiel und da kann man was draus ziehen. Und wir haben natürlich unsere Schlüsse draus gezogen. Trotzdem, es ist eine Serie nicht von 7 Spielen, sondern jedes Spiel wird einzeln gespielt. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann habe ich gesagt, Mensch, da sind doch richtig gute Sachen passiert. Keaton Thompson spielt ein richtig starkes Spiel in Berlin. Überhaupt hat sich sehr, sehr gut eingefunden. Die vierte Reihe hat gut gespielt und ganz, ganz viele andere gute Sachen sind da passiert. Hat er gesagt, ja, das stimmt. Wir gucken uns das ganz genau an. Aber Keaton Thompson wird auch nur 16 Minuten heute spielen. Man muss gucken, was da alles passiert. Und man muss also wirklich die ganze Mannschaft dabei haben. Und das ist der Fall gewesen. What's going to change for tonight? What do you expect from that game?
Well, I think we're going to have our hands full. It just because you win a game doesn't put you on top of a series. Like, you know, we're the seventh seed. Berlin could have easily finished first. They finished second. They have a powerful, powerful team with lots of scoring, lots of depth, some really, really good veteran players and some good younger players. So every night we're going to have our hands full. We just want to come out, compete and stay in the game. Also er sagt, wir waren Siebter, Berlin hätte auch Erster sein können. Die sind wirklich ein super Team. Die haben als Zweiter abgeschlossen, die Hauptrunde. Und es ist einfach so, die haben sehr, sehr gute Spieler. Sie haben starke, erfahrene Spieler, auch starke, junge Spieler. Also wir werden unsere Hände voll haben, jeden Abend, wenn wir gegen Berlin spielen. Und das muss uns heute auch klar sein. Are there any changes in strategy or stuff like that, game plans? No, like we've tweaked a couple of things, but they're so minor you wouldn't even notice it. Other than that, we're just going to stick with our game plan. The one thing we've really focused on down the stretch is we care about how we play. And it's very rare after a night that you win or that you lose that you talk about the other team. And so we're just going to focus on how we play and how we compete and cross our fingers that we can stay in the game against a very powerful team. Es wird sich nicht viel ändern, also Gameplan-mäßig wird sich nicht viel ändern. Wir werden da ein kleines bisschen was verändern, aber das wird man gar nicht sehen. Wir bleiben dabei, so wie wir spielen, und es ist auch sehr wichtig, dass man auf sich selbst schaut. Wir schauen nie nach einem verlorenen oder gewonnenen Spiel auf den Gegner, was hat der denn gemacht, sondern wir schauen auf uns, und das wird so bleiben, und das ist sehr, sehr wichtig. Have a good game and have a good night here and enjoy the game night. That's great, thank you. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Natürlich komme ich nicht wegen des Quizzes in die Arena, aber wegen dem Spiel natürlich. Aber das ist eins meiner Lieblings... das Spiel im Spiel. Das Spiel. The game in the game. The game in the game. So. Ja, unser Fan-Tipp-Spiel, ihr könnt wie immer mitmachen, jetzt einfach bei Twitch TV, wenn ihr gerade zuschaut, dann hier ganz wichtig, auf der Seite ist jetzt so ein kleines blaues Quadrat von unserem Partner QuizKit. Einmal bitte anklicken und ganz unten euren Benutzernamen freigeben, damit wir auch auslesen können, wer ihr seid. Ansonsten können wir am Ende leider keinen Gewinner bestimmen, das wäre schade, aber ansonsten gilt wie immer 10 Sekunden Zeit pro Frage, schnell und richtig antworten, da gibt es viele Punkte und am Ende, wer die meisten Punkte gesammelt hat, bekommt wie immer ein Geschenk aus unserem Fanshop. Es geht los mit der ersten Frage, die geht wie immer um Mannheim. Und ja, da ist die Frage, in welchem Jahr trafen die Adler denn das erste Mal in einer Playoff-Serie auf die Berliner? Wir nehmen jetzt mal nur die Zeit der DEL, davor habe ich nicht recherchiert, um ehrlich zu sein. Gab es davor überhaupt Playoffs jemals in der Bundesliga? Ja, es gab Playoffs, ja. Anfang der 80er Jahre sogar schon. Hätte ich jetzt gar nicht gewusst. Gott sei Dank haben wir dich anschließend. Ich bin immer wieder froh, dass du mir den Arsch rettest, wenn es fachlich wird. Okay, also wir gehen jetzt mal nur die DEL-Jahre, gucken wir uns an. In welchem Jahr trafen die Adler also das erste Mal in den Playoffs auf die Berliner? War das 94, 95, 97, 98, 99, 2000 oder 2002, 2003? Wann in etwa haben wir das erste Mal eine Playoff-Serie in der DEL gegen Berlin gespielt? 94, 95, 97, 98, 99, 2000 oder 2002, 2003? Ich nehme Antwort B. 97, 98. Gibt es irgendwelche Emotionen, Erinnerungen, an denen du das wieder herleiten kannst? Nee, das ist was ich weiß. Oh, okay. Oder glaube zu wissen. Da kann ich gar nicht mehr zu sagen. Da würde ich mich jetzt auch gar nicht trauen zu widersprechen, selbst wenn es falsch wäre. Ja, wenn es falsch ist, dann habe ich trotzdem recht. Genau, also es ist tatsächlich richtig. 97, 98 war das erste Mal. Und tatsächlich, guck mal hier, die meisten haben es sogar richtig getippt. Okay. Frage jetzt über unseren Gast. Während der Playoffs wird die Spielstätte der Eisbären umbenannt. Wie wird sie in Zukunft heißen? Das ist bis jetzt noch die Mercedes-Benz Arena, ne? Ja, war auch vorher O2, glaube ich, und dann Mercedes-Benz, glaube ich. Okay. Und die Frage ist jetzt, wie wird sie in Zukunft dann heißen? Wird es der Free Now Garden, der BlaBlaCar Park, das Flixbus Center oder die Uber Arena? Wie wird sie in Zukunft heißen? Free Now Garden, BlaBlaCar Park, Flixbus Center oder die Uber Arena? Das sind alles, glaube ich, irgendwie Fortbewegungsmittel. Also, der 1. April ist heute noch nicht, ne? Nee. Ich habe
keinen blassen Schimmer. Es könnte alles sein. Es ist auch schwer, sich herzuleiten, weil es ja keine, es gibt ja keine Hinweise, wo du sagen kannst, Mensch, das ergibt Sinn oder das leite ich mir so. Eine Partnerschaft irgendwo. Genau, du hast eine Partnerschaft gemacht mit, ich sag mal, Blabla-Car, weil das wäre einfach sensationell. Aber es wird es wahrscheinlich nicht sein. Die Blabla-Arena, so nach dem Motto. Ja, genau. Es ist die Uber-Arena tatsächlich. Hätte ich tatsächlich, also Blabla gefällt mir gut, aber Uber hätte ich dann irgendwie, Blabla kann halt. Flixbus-Center wäre auch geil gewesen. Ne? Ja. ACDC-Abschlusskonzert im Blabla. Im Blabla-Car-Park. Blabla-Car-Park. In Uber-Arena haben die meisten richtig getippt sogar. Also können wir uns schon mal hinter die Löffel schreiben für die Zukunft, für die nächsten Auswärtsfahrten. Und dann haben wir noch eine Frage zum Eishockey. Es geht um die Schiedsrichter. In welcher Saison ging das los, dass die in der DEL im Vier-Mann-System pfeifen? Also zwei Hauptschiedsrichter, zwei Lines-Persons, muss man ja heute sagen. Muss man nicht. Das sind Linesmen. Solange es hier Männer sind, sind es ja keine Personen, sondern heute sind Männer. Hast du recht. Ja, offiziell, kein Witz jetzt, die Ansage laut DEL-Statuten unten, wenn ich später da sitze und lese sie vor, muss heißen Lines-Persons. Ja, ich weiß. Ergibt für mich keinen Sinn, aber okay. Ist so. Also, seit welcher Saison? Seit 2002, 2003, 2008, 2009, 2012, 2013 oder seit 2015, 2016? Ich weiß nur, dass die. Ich weiß, dass es länger her ist als 2016, das auf alle Fälle. Ich weiß nur, es wurde plötzlich gemacht und es gab keinerlei Trainingsphasen oder so. Die DL hat damals gesagt, komm, lass uns das so machen. Und dann wurde es so gemacht. Und deswegen bin ich jetzt irgendwie überfragt. Ich weiß noch, da gab es heiße Diskussionen. War auch die Frage, hat man genug Schiedsrichter überhaupt, um plötzlich ein Vier-Mann-System zu haben? Was waren die Optionen nochmal? Also ich lese nochmal vor in Ruhe. 2-2, 2-3, 2-8, 2-9, 2-12, 2-13 oder 2-15, 2-16? Ich glaube, das waren in den 10er Jahren, also 11, 12 da so der Dreh. 2-12, 2-13 würdest du sagen? Hätte ich gesagt, gut getippt, richtige Antwort. Und wir gucken mal, ob die meisten das auch getippt hätten. Jawohl, guck mal. Heute haben wir viele gute Tipper dabei. Dreimal die Höchstzahl auf der richtigen Antwort. Es wird ein spannendes Rennen zum Schluss jetzt. Damit haben wir einen Gewinner. Blau-Weiß-Rot MRC, 27,525 Punkte. Glückwunsch, gut gemacht. Guck mal, dahinter nur 2 Hundertstel weniger. Julian, schade. Wow. Und da guck mal. Hamü Adler hinten dran auch, ja, 27,1. Also nicht schlecht, da war heute gut dabei. Die hatten das mit Blabla-Car-Arena nicht gesagt. So, Jens, du musst runter, richtig? Ja. Achso, wichtig ist nochmal der Gewinner, Blau-Weiß-Rot MRC. Eine Nachricht jetzt bitte schicken an unseren Adler Mannheim Official Twitch-Kanal und dann schicken wir dir deinen Gewinn zu. So, danke fürs Einschalten und fürs Mitmachen. Genau, Jens, viel Spaß unten. Du fährst gleich mit der Godzilla ein mit diesem Wahnsinnsteil, mit dieser Eismaschine, mit wie viel 1000 PS, weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls 600 PS, also 0,6000 oder was, egal. So, also meine Mathematik vergessen wir gleich mal. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal das Tippspiel an. Da braucht man auch ein kleines bisschen Mathematik, das wir immer aufzeichnen im Rahmen des Arena-TVs hier live in der Arena. Hallo Anti, mein Freund, und herzlich willkommen auch aus der Nordwestkurve zu unserem heutigen Heimspiel gegen Berlin. Und es ist gar nicht so einfach, hier durchzukommen, Anti, denn natürlich, Gott sei Dank, die Nordwestkurve ist schon gut gefüllt, aber ich bin in Block 201 hier nochmal fündig geworden. Der Marcel hilft uns heute mit dem Tippen. Marcel, servus, wie war deine Woche bis jetzt? Bis jetzt sehr gut, also nach dem Sieg konnte es mir ja noch gut gehen und heute machen wir den nächsten Sieg. Hast du am Fernsehen geguckt oder warst du mit vor Ort in Berlin? Leider nur im Fernsehen. Arbeit hat gesagt, muss vorbeikommen, deswegen. Leider. Und der Chef sagt, komme, dann kann man nur schwer widersprechen, das kennen wir alle. Aller gut, aber jetzt wollen wir mal schauen, unser nächstes Heimspiel. Ich bin gespannt, Marcel, ob du mir gleich sagst, dass wir die Euphorie aus dem Sonntag mitnehmen und genauso heute nochmal auftreten oder ob du ein bisschen niedriger gestapelt an die Sache rangehst. Vorher noch die Einladung an euch, einfach die Adler Mannheim App aufmachen, rechts oben aufs Menü, aufs Coupon Center, aufs Tippspiel und dann könnt auch ihr uns 5 Fragen beantworten. Es gibt wie immer am Ende für den besten Tipp einen tollen Preis aus unserem Fanshop und Marcel, dein Endergebnis heute gegen Berlin lautet? Mein Tipp ist 6-2. Das wäre ein ähnlich deutliches Ergebnis wie am Sonntag in Berlin, das wäre natürlich super. Wann glaubst du, schießen unsere Adler das erste Tor? Erstes, zweites, drittes Drittel? Erstes Drittel. 1:30. Erstes Drittel, 1:30, okay. Dann die nächste Frage ist, wer wird's machen? Welcher unserer Adler schießt das erste Tor? Leon Gawanke. Leon Gawanke, das wäre natürlich geil. Das ist sein erstes Heimtor gegen Berlin hier in der SAP-Arena, das wäre was Besonderes. Dann die Frage, wer bekommt die meisten Strafminuten? Mannheim, Berlin, beide gleich. Ganz klarer Tipp, Eisbären, Berlin. Okay, und welcher Adler erhält heute die erste Strafe? John Swartz.
Unsere 14, Jordan Swartz, haben wir für dich auch eingeloggt heute im Fantipp. Marcel, vielen Dank, viel Spaß heute, wie immer, Vollgas geben. Und an euch nochmal die Einladung, einfach mitmachen in der Adler Mannheim App. Rechts oben aufs Menü, aufs Coupon Center und dann aufs Tippspiel. Wir sind gespannt, was ihr da so eingibt. Ja, es ist der neue Podcast draußen, der ist heute rausgekommen. Nochmal schnell anhören, in der Viertelstunde geht's los, das Spiel. Und das könnt ihr euch dann anschauen auf Magenta Sport, beziehungsweise natürlich auch euch anhören im Webradio, auf der Adler-App, auf Regenbogen-App oder Regenbogen-2-App. Ihr werdet schon finden, das Webradio und natürlich Magenta Sport, bei denen wir uns natürlich auch bedanken für die Bilder, die sie uns dann auch immer liefern von den Spielen. Jetzt viel Spaß, bleibt noch ein kleines bisschen dran, bevor ihr dann umschaltet auf Magenta. Bleibt noch ein bisschen dran und saugt so noch ein kleines bisschen die Stimmung hier aus der SAP Arena auf. Viel Spaß, macht's gut und bis bald. Meine Damen und Herren, liebe Eishockey-Freunde, einen schönen Mittwochabend. Herzlich willkommen in der SAP Arena. Herzlich willkommen bei unseren Adlern. Es ist Mittwochabend und wir blicken auf volle Ränge hier bei uns in der Halle. Das zeigt, es ist Playoff-Time in der deutschen Eishockey-Liga und alle sind dabei, um unsere Adler in dieser Viertelfinalserie zu unterstützen. Das ist hervorragend. Wir freuen uns sehr, denn es geht gegen einen unserer Erzrivalen, nämlich die Eisbären aus Berlin. Da oben sitzen sie. Berlin-Fans, schön, dass ihr den Weg zu uns nach Mannheim gemacht habt. Das wird immer eine tolle, besondere Stimmung, wenn wir gegen euch spielen. Fühlt euch bei uns wohl. Aber die Punkte, die wollen wir heute Abend hier behalten. Und dazu, liebe Eishockey-Freunde, sind alle heute angetreten, um das Beste zu geben. Unsere Nordwestkurve hat bereits eine tolle Überraschung für uns vorbereitet, die wir gleich beim Einlauf der Mannschaft erleben werden. Und ihr, liebe Sitzplätze, seid eingeladen, heute unsere Nordwestkurve im Klang, beim Krach so richtig zu unterstützen. Gebt Gas, wir wollen den Sieg, wir brauchen den Sieg. Adler Mannheim gegen die Eisbären Berlin, das zweite Spiel im Playoff-Viertelfinale. Auf geht's!
Das Mannheimer Eisstadion ist für eine neue Saison gerüstet. Eintritt bei Dortmunds 30 Pfennig. Kurt Sepp, er wurde zum neuen Trainer berufen. Mit Heinz Weißenbach an der Bande holt der MERC den ersten Titel nach Mannheim. Jetzt flippen sie alle aus hier! Die Scheibe ist fest! Mannheim hat ihn verteidigt, den Titel! Jetzt ist es aus! Die Mannheim Adler sind deutscher Meister 1999! Zum dritten Mal in Serie! Kennedy holt das Anspiel und dennoch das Tor für Mannheim! Und Mannheim ist deutscher Meister! Die letzte Sekunde, nochmal Schuss und Tor! Und da ist das Tor, da ist die Entscheidung, da ist die Meisterschaft. Und hier, liebe Eishockeystadt Mannheim, sind unsere Adler des heutigen Tages, präsentiert vom Mannheimer Morgen. Wir begrüßen unsere Verteidigung mit der 4, Corbinian. Unsere 7 trägt John. Mit der 9 kommt Leon. Unsere 23 trägt Jirki. Mit der 24 kommt Keaton. Unser Captain mit der 29, Dennis. Unsere 68, Fabrizio. Im Sturm mit der 13, Stefan. Unsere 14, Jordan. Wir begrüßen mit der 19, Linden. Unsere 21, Chris. Unsere 22, Matthias. Mit der 27 kommt Yannick. Unsere 34, Tom. Unsere 58, Tyler. Mit der 71, Daniel. Unsere 74 trägt Ryan. Monems 89 heißt David. Unsere 96, Simon. Im Tor unsere Adler mit der 30, Arno. Unsere 90, Felix. Der Head Coach Dallas, an seiner Seite Kurt und Marcel. Wir brauchen einmal den Eismeister auf der Strafbank, bitte. Einmal den Eismeister zur Strafbank. As a team, you're going to run into injuries throughout the year, but I've never quite seen anything like this. It's kind of been a bit of a whirlwind season for us. Diese schwere Phase, wo es ziemlich beschissen gelaufen ist, das hat uns als Team gestärkt, gefestigt. Ein Adler zu sein. This is playoff hockey now. These are big games for us coming down the stretch. Jetzt ist Playoff-Zeit, deswegen spiele ich hier. Das ist die geilste Zeit in der Saison. The intensity starts to ramp up. We
are going to play aggressively and never back out. Wenn du den Kader hier anschaust, dann glaubt jeder an den anderen. Wir müssen als Mannschaft zusammenhalten. For other teams. Wenn die Halle hinter uns steht, ist es so, dass ein sechster Feldspieler auf dem Eis steht und uns einen brutalen Antrieb gibt. We hear you guys down the bench. We hear you when we're kind of tired, battling out there. Eine Einheit, und das ist einfach geil, wenn du das dann siehst. This is the best time of the year. It's playoff time, baby. Let's fucking do this. Die Schals, die blau-weiß-roten, die ihr jetzt in den Blöcken hochhaltet, seid so lieb, hängt sie nach dem Spiel wieder über eure Stühle. Nicht wegschmeißen, denn die werden natürlich nachhaltig wiederverwendet. Also, wenn ihr später mit der Choreo fertig seid, hängt die Schals einfach wieder über eure Stühle. Dankeschön fürs Mithelfen. Wir, liebe Eishockey-Freunde, begrüßen natürlich auch unser Schiedsrichtergespann. Die heutige Partie steht unter der Leitung der Hauptschiedsrichter Sean McFarlane und Martin Frano. Dazu an der Linie Kai Jürgens und Dominik Kontny. Allen ein spannendes und faires Spiel. Die Starting Six unserer Gäste aus Berlin in der Verteidigung mit der 18 Jonas Müller, mit der 6 Kai Wissmann. Im Angriff mit der 92 Marcel Nöbels, mit der 89 Zachary Boychuk, mit der 93 Leonard Vödler und im Tor startet die 30 Jake Hildebrandt. Und hier, liebe Eishockey-Freunde, die Starting Six unserer Adler in der Verteidigung, unsere 23 Jirki, unsere 9 Leon. Im Angriff unsere 89 David, unsere 19 Linden, unsere 22 Matthias und im Tor unsere 30 Arno.